Yes, we scan. Kann man denn da anlegen? Ach, davon. Direkt vor uns. Die Map ist eindeutig zu groß. Ich rüste mich mal mit dem Ei aus. Das kann man sogar essen. Also es gibt bestimmt Energie oder so. Ja, man kann es essen. Man kann es aber auch, wie gesagt, werfen. Da oben blinkt was. Wow, das hat voll viel aufgefüllt. Du hast das Ei. Ich habe ja zwei braun. Ich habe einfach ein braunes gegessen. Braun. Braun. Das Nazi-Ei. Ich will mal hier oben den Edelstein runter. Ich habe einen runtergeholt. Das ist irgendwas, was man lesen kann, ne? Ja. Hier unten ist so ein komisches Brett. Brett! Aber ich mache hier erstmal die Vase kaputt. Na, dann lese ich mal das Dokument. Handgemenge. Durch Schießen auf den Gegner können sie vorrücken und ihn direkt bekämpfen. Schusswaffenlose Nahkampfattacken sparen Munition und richten schwere Schäden an. Hm. Die Trefferzone ihres Schusses, Arm, Kopf, Bein, bestimmt, welche Art von Angriff sie starten können. Also einen Haken, eine Gerade oder einen Aufwärtshaken. Sie können mit einem Haken oder Drehtritt, D, beginnen und ihn mit weiteren Angriffen kombinieren. Wechseln Sie zwischen den verschiedenen Angriffen und kombinieren Sie bis zu drei davon in Folge. Ah ja. Mhm. Also wenn einer von uns so einen Typen anballert, dann kann der zweite hingehen und kann Kick geben. Kick, Punch. Was ist das? Pistolenmunition. Es ist immer noch heiß, wofür es wohl benutzt wurde. So, gehen wir hier gleich in die erste Hütte rein, oder? Ja. Was haben wir denn zu verlieren? Unser Leben. Ach so, wenn es nur das ist. So, hier haben wir das und sonst nisch. Mehr nicht. Ah, oh, guck mal, ein Zebra wurde hier getötet. Hm. Das liegt hier ein Stück glühende Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So, dann die zweite Hütte. Und, boah. Ach, das ist. Ich hab mich so vor dem scheiß Huhn erschrocken, ne? Nicht nur du. Gold drin. Ah, guck mal, da hinten kommt das Dorf. Mit einer kleinen Engstelle hier. Warte. Ich hab hier noch eine Vase, die ich töten muss. Dann gehe ich hier wieder aus der Engstelle raus. Oh, da hat was geblunken. Da hat was geblinkt. Ja, da hat was geblinkt. Ha! Nein, obwohl, mit dem Messer komme ich vielleicht dran. Nee, ach, da nicht. Oben! Das kann man abschießen, ne? Ja, ja. Puff. Ein Rubin. Oh. Das gibt Geld. So, jetzt aber hier ran da. Oh nein. Ich gehe mal nach rechts, da ist nur nix. Ich glaube, wir müssen da zu diesen Dingern hoch. Und dann, oh, und dann, auf einmal schließt sich alles und ganz viele Zombies und dann kommen ganz viele Leute. Hm. Ich mache hier erstmal alle Sachen kaputt. Was ist eigentlich, wenn einer draußen stehen bleibt? Du musst mir da hochhelfen auf jeden Fall mal. Sonst komme ich da nicht hin. Und auch da musst du mir hochhelfen, also. Na. Kommen wir nicht drum rum, dass einer draußen stehen bleibt. Ich hab schon hier die Karte ausgemacht. Siehst, komm, in 2 Stunden, wenn wir es dann beenden, dann hast du es wieder voll drauf und dann, ja, hör mal auf. So. Boost mir ab. Ich mach das jetzt ganz schnell hier. Ich mach das Ding auf. Genau, come on. Da ist drin die Tafel des Schamanen. Oh nein, ja. Da kommen viele. Aber ich habe ja Handgranaten, die ich werfen kann. Das werde ich auch tun. Wo kommen die jetzt alle her? Wir haben keinen davon, haben wir gesehen. Nicht einen. Ihr habt eine Granate. Da ist noch eine Granate. Oder kommst du da unten so weit zurecht? Noch, ja. Lauf mal da weg, wo du gerade stehst. Da kommt eine Granate. Schnell, schnell. Ja, ich bin hier. Oh, cool. Hat nicht gegen dich gewirkt. Ja, wahrscheinlich, weil ich noch unverwundbar oder so war. Also, ich hab noch 2 Granaten. Aber ich sehe gerade keinen Grund. Boah, Matrix-Style. Ich sehe gerade keinen Grund, die einzusetzen. Deswegen nehme ich jetzt lieber hier mal eine Pistole. Da hinten hinter dem. Oder beim Ausgang steht noch einer. Warum steht er denn wieder auf? Ich wollte dich matschen. Ja, macht er jetzt von allein. Ja. Da dran. Ja, glaub, du kommst durch den Zaun.
durch den Zaun kommst du an die Munition. Hinter dem Tor steht noch einer, der kommt gerade durch die Tür. Ey, was soll denn das? Der Faxen, ey. Schnell hin. Ja. Ja, hast du verfehlt, Junge. Das ist ganz schön fix. Bam! Nochmal. Sehr schön. Zack, mit dem Messer in den Kopf. So, aber ich würde gerne noch, Achso, da war ja noch das andere. Den zweiten Turm, genau. Da kommt bestimmt noch mal so ein Mist. Ja, hinter dir kommt, glaube ich, gerade einer gelaufen. Ich beeil mich hier mal mit der Kiste. Was ist da drin? Oh, noch ein Götze oder sowas. Ja. Ich komm mal runter. Ja. Bisschen ist das wohl. Ui. Da sind ja gleich zwei. Da sind dann mehrere hier unten. Ich hab schon wieder die scheiß Karte ausgemacht. Ich hab die Granate daneben geworfen. Ah, durch den kleinen Eingang kommen noch mal welche. Suche ich doch mal. Ja toll, jetzt läuft die auseinander, ihr dumme Söhne. Ich versuch den zu umrunden. Oh, da ist einer ein richtig fetter, ne? Ja, ich wollte gerade umrunden, um den. Fuck! Wo bist du? Ich hab Energie gedöns. Ich hab grad was abbekommen. Okay, da kommen. Ja, laufen wir mal ein bisschen Kreis. Super. Das ist natürlich ungünstig, dass der jetzt da direkt stand. Lass mal laufen. Lass mal einfach laufen. Ja. Du hast auch nur noch 9 Schuss. Vielleicht kann ich ja jetzt, wenn ich genug Zeit habe, Brandgranaten ausrüsten. Lebensretter. Ich habe eine Trophäe bekommen. Das ist natürlich sehr gut. Ach, das hat dir viel gebracht. Oh. Ich will dir das nicht geben. Lauf! Können wir nicht einfach aufs Boot und weg? Ich weiß nicht, ob ich den kaputt machen will hier. Ich habe ihn kaputt gemacht. Okay. Interessant, mit einer Blendgranate. So. Aber die Musik ist jetzt wieder leise, das heißt, haben wir hier geschafft. So. Können wir den Rest hier aufnehmen? Hier liegt noch Maschinenpistolen, Maschinengewehrmunition, so ist. Ja. Hier, das dürfte für mich sein. Jetzt ist es schon wieder verschwunden. Das ist jetzt zum zweiten Mal, dass ich irgendwas aufheben will und es einfach verschwindet. Was war denn das? Munition für, ich glaube, für das Schrotgewehr. Na gut. Ah, ich hab hier. Es kann sein, dass ich die mitgenommen habe. Du warst aber gar nicht in meiner Nähe. Na egal. So. Ich muss hier noch die Granate. So ging das. So. Ich habe auch noch Brandgranaten. Ach, komisch, was man so alles findet noch. Jetzt haben wir keinem von den Typen Eier in die Fresse geworfen. Ach. Da kann man doch bestimmt mit ins nächste Level nehmen. Ja, denke ich schon. Ein Huhn. Ja. Ach, du bist schon weiter davon. Wie es noch gestrampelt hat, so von wegen, ich bin tot. Ah, ich bin tot. So. Dann bleibt ihr jetzt nur noch links oben. Ja. Dann gib mal Gas. Jo, ich bin dabei. Wollen wir nicht lieber rückwärts fahren? Das geht schon. Wenn du rückwärts senken kannst. Bombe. Nein. Hui. Ein kaputtes Boot. Ich stelle mir gerade vor, was die. Da können wir anhalten. Ja? Anscheinend. Oh. Ah, da vorne ist voll die Schatztruhe. Da gibt es, glaube ich, ein neues Gewehr oder sowas. Ist das sicher? Ich glaube, wir haben schon. So eine Metallkiste. Nee, das ist eine Waffenkiste, ja, genau. Was haben wir denn da Schönes? Mach mal ob. Oh, jetzt müssen wir es hier. Ah, schräge hier hochlaufen. Was haben wir denn da Schönes? Oh! Was ist das? Oh. Gerade Raketenwerfer! Willst du, soll ich? Mir ist nee, wurscht. Nimm du denn. Ich glaube, macht mich selbst damit tot. Ich spreng mich damit nur. Ja. Raketenwerfer! Den hätten wir ja jetzt mal gebrauchen können, ne? Bei dem Dicken. Ja! Na gut, dann. Okay.
hätten wir das da auch geschafft. Kann ich hier mal aus? Ich habe nur eine Rakete. Ne, die spare ich auf jeden Fall. Ich sehe die Kiste schon. Fettes. Ich sehe die Kiste schon, die ist da oben. Ja. Einmal drum rumlaufen und dann haben wir die Kiste gefunden. Und dann noch ein paar Zombies kaputt machen. Oh. Oh. Pistolenmunition. Ich habe so ein blaues Ding kaputt gemacht. Schön, das ist das zweite, glaube ich, für mich jetzt im Spiel. Das ist ein bisschen zu leicht. Sollen wir das mal probieren, von wegen hier Kiste aufmachen und direkt runter ins Boot? Jetzt hast du schon aufgemacht. Da ist ein Kelch drin. Ah, schade. Also haben wir schon alle Teile. Ja, das scheint so, ja. Na gut. Dann können wir jetzt zum Blinkelpunkt. Ja, denke ich auch. Gut. Der Blinkelpunkt. Ja, der ist halt... Der ist blau markiert und blinkt. Also ist schon... Der blinkt sogar abwechselnd. Blau und gelb. Nö, der ist bei mir einfach nur blau markiert. Also, das ist, ja, blau markiert, blinkt gelb. Ja. Gut, dass wir uns da einig sind. Das ist schön. So. Was haben wir denn hier? Ah, ja. Ich sehe schon. Da müssen wir das einsetzen wahrscheinlich. Aber wir können ja... Ich dachte, hier wäre eine Hütte oder sowas. Ja, ich auch. Aber wir können es ja mal unten. Vielleicht sehen wir noch irgendwo irgendwas. Aber ich sehe nichts. Na denn, einsetzen. Tafel des Schamanen wurde eingesetzt. Einsetzen. Die Tafel des Raubvogels wurde eingesetzt. Einsetzen. Die Tafel des Krieges wurde eingesetzt. Einsetzen. Die Tafel der Bestie wurde eingesetzt. Das Tor wurde aufgeschlossen. Mach auf. Ach, ich muss auch noch dazukommen, ey. Ja, ich bin durchwach. Ich brauche die Hilfe von einem großen, affigen Kerl. Klack, klack. Das ist aber schön, die Tür wieder hinter sich zugemacht. Hm, hier müssen wir wieder ins Wasser. Och, boah, nein. Sieht das brutal aus, ey. Oh, ich hab da eine Pistole dabei und einen Raketenwerfer auf dem Buckel. Oh. Bin schon wieder an das vorbeigelaufen. Das ist unfassbar, dass du das alles findest, ey. Ja, ich habe nur aus Versehen in diese Richtung geguckt, weil ich mich ein bisschen umsehen wollte. Habe ich da sowas Blaues gesehen. Also sie sind schon sehr auffällig, wenn man sie sieht. Ja, so hellblau, ne? Ja, weil die halt nicht so mit der Umgebung... Yo, wer schießt denn hier? Da oben in dem... Der da. Zum Glück brauchen die nur einen Schuss. Mit deiner Pistole vielleicht. Ja, okay, das kann sein. Also, ich sehe hier jetzt nichts mehr. Das ist ein Stück irgendwas. Ich gehe da mal vor mit meinem Raketenwerfer, ne? Jo. Oh, das sieht nicht... Das gefällt mir nicht. Ich wechsle mal gerade auf meine Pistole. Hm, Kontrollpunkt. Können die nicht einfach hier mal lassen? So, also einfach leben lassen? Leben und sterben lassen? Ja. Also. Dann müssen die sich da mal einmischen. Die finden hier doch eh nichts. Nehmen die Schätze weg von denen. Oh, das sieht nach einem übelsten Bosskampf aus, ne? Daran kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Soweit haben wir... Also, du hast es ja schon durch, aber... Ich meine, wir beide hätten soweit nicht gespielt. Ne, wir sind, glaube ich, bei diesem... wie nennt man das? Boot. Hoverboard? Ne, nicht Hoverboard. Hoverboard ist was anderes. Nehmen wir die Teile nochmal. Luftkissenboot ist wieder was anderes. Ja, aber... Ach, bei diesem Sumpfgerät sind wir stehen geblieben, so. Das ist ein Boot mit Propeller hinten dran. Oder waren wir doch schon mal hier? Ich kann mich irgendwie an diesen Weg hier erinnern. Da kann man hochklettern. Was ist das denn hier? Holy Lucas oder was? Also, nee, wie heißt das? Dieses Maulwurfs? Ja, nicht Holy... ja, Whack-a-Mole. Oh. Wow! Oh, das ist ungünstig jetzt. Echt ungünstig. Gucken kann ich hier. Wir gehen langsam hier wieder runter. Hast du eine Granate? Pam.
Ich hab sie alle erwischt. Echt? Ja, hier liegt eine Magnum. Willst du mitnehmen? Ich nehme sie auch mit, mir ist es egal.